Immer geil, immer geil. Hypergeil gierig. So, das ist zwar jetzt schön, dass wir den Kerl hier gefunden haben, aber wir kommen immer noch nicht wieder raus. Ja, vielleicht müssen wir da wirklich irgendwo diesen Rücken. Oder wir müssen irgendwas mit diesem Feuerball anziehen. Hallo. Oh. Ja, sie steigert sich. Langsam. Es kommt langsam raus. Oder, ich glaube, wir haben noch hier dieses paar Flügel. Ich meine, mit dem kommt man zum Dungeon-Eingang wieder hin. Dann nehmen wir einfach das. Da sind wir. Du hast genug Nektar. Verwirrt. Der verwirrte Hund prügelt sie alle tot. Tja. So. Dann können wir jetzt endlich hier diesen dämlichen Schalter betätigen. Wofür der andere Speer zu schlecht war. Ich glaube, da stand Made in Austria drauf. Hast du den auf Wish bestellt, oder? Guck mal, wie er den auf einmal werfen kann. Ah. So, und nun? Was zum... Oh Gott, klingt nach Boss-Music. Ach du. Heiliger. Ich dachte gerade, das wäre schon wieder dieser T-Rex, aber das ist der Dinotaurus. Dinotaurus. Oh, jetzt haben wir mal richtig angegeben. Der ist ziemlich hässlich. Ja. Konfusion. I am Konfusion. Bam. Die Faust ist zumindest in Größenrelation zu ihm jetzt mal ein bisschen besser. Oder. Und brauche Heilung. Wir brauchen mal neue Zutaten, ey. Wow. Wow. Nicht schlecht. Ja, da hast du ihn jetzt noch am Wegsliden erwischt. Wow. Wow, der Hund macht ganz schön Schaden. Ja, der Hund hat echt einen Schaden, ey. Ja. Der hat Schmackes. Wow, bist du hässlich, ey. Wow. Du triffst ihn nicht mal. Los, Hund! Tu was. Do it! Ja! Ach, der hat auch eine Alter, Faust. Oh. So ein blöder Nachmacher. Der hat dir gerade den Mittelfinger gezeigt? Gute Idee. Ja, das läuft doch schon. Oh besser. Yeah. Oh, 435 Grad. Konfusion. 3000 Juwelen. Hält er den alten Speer hoch? Ja, er klingt. Diamantenauge erhalten. Ja, geil. Und ich bin verwirrt. Weil ich mit dieser scheiß hässliche Dreckspenner noch vor seinem Tod verwirren musste. Ja. Mit seinem letzten Atem habe ich angehaucht. Ja. Ach, verseucht auch noch. Dürfen alle mal jetzt verseucht werden hier, wa? Okay. Wo ist, da ist. Wo ist da ist? Here it is. Ah, mein Bein schläft dann. Au, au. Boah, das fühlt sich gut an. So, viel besser. Eingeschlafenes Bein, das fühlt sich gut an.
Ja, fühlt sich an, als würde dich jemand anderes anfassen. So was Ekliges. Das ist 4 Lebenspunkte. Ja, ich hab's gerade gesehen. Damn. Weil ich ja auch noch verseucht bin, ne? Das ist nicht voll. Verseuchung, ne, mit der ist nicht zu spaßen, ne? Die fliegen mehr ab als so eine Vergiftung. Oh, hätte ich den Hund eigentlich mal mithalten sollen, aber. Ja, das kann ja nicht so weitergehen hier. Als Spinne. Come on. Irgend so eine Axt oder so braucht man dafür. Wenn ich mich nicht. Ja, super, ist der Hund schon wieder tot. Nur was am. Jetzt schon wieder passiert? Achso, wegen der Fressreiz. Ja, nur am Fressen und Pennen, der Scheißköter, ey. Wie ein echter Hund eben. Genau. Liegt er wieder rum. Jo. Wir können die Hundelebenformel nicht mehr nutzen. Ja, ich übernachte gleich mal einfach irgendwo. Ja, wir müssen unbedingt wieder Zeit kaufen. Jo. Der da ganz gemütlich am Rumliegen ist. Während du die Arbeit machst. Ja, so wie immer. Zur Abwechslung mal. Achso. Richtig Asche haben wir, wa? Ja, nicht schlecht. Da kannst du dir eigentlich schon sein Amulett von Karten. Ja, genau. Das halte ich für ein richtig gutes Geschäft. Auf jeden Fall. Schön in der Hängematte pennen, ey. Dass sich die Ratten nicht gestört haben. Ein bisschen. Okay. Hast du schon wieder Hungerpan? Wie immer. So schaut's aus. Da fängt sie immer an, sich zu beschweren. Always hungry, always lazy. Always thirsty. Ja, sind doch 3 herausragende Charaktereigenschaften. Hungry, thirsty und lazy. Das beschreibt mich eigentlich ganz gut. Ja, aber du hast doch gerade Hunger und willst nichts essen, also passt das nicht, oder nicht? Ja, aber weil ich so lazy bin. Da musst du noch gefüttert werden, ne? Genau. Scheiße, der hat gar keine Wurzeln, ne? Das ist natürlich nicht so geil. Aber vielleicht in dem Camp bei dem Dings da. Wachs habe ich noch. Schaut schon eigentlich ganz gut aus. Ja, geben mal richtig Kohle aus hier. Ja. Wenn man sich schon mal den Umweg macht. David and Goliath. Bam.
Also, ich erzähle euch jetzt eine Geschichte. Oh, nicht schon wieder. Geschichte von der kleinen Annie, die sich gestern einen neuen Laptop gekauft hat. Haben wir das nicht schon vor 3 Stunden gehört? Jetzt kommt aber die Hintergrundgeschichte. Oh nein. Zur Geschichte. Also, momentan gab es eine Aktion für ein paar Tage, dass wenn du auf Raten kaufst, du quasi 0% Zinsen hast. Das heißt, du zahlst nicht irgendwie noch auf oder so. Und ich bin dann da hingegangen, weil ich mir dachte, okay, ich habe jetzt sowieso im Jänner habe ich meine Jahreskarte für die U-Bahn bezahlt und meine Jahreskarte für die Regionalzüge. Das waren schon über 400 Euro insgesamt. Dann muss ich nicht jetzt auch noch mal 460 Euro für den Laptop ausgeben. Habe gedacht, ich nehme ihn auf Raten. So, dann gehe ich dahin. Und da musste man zuerst halt in diesem Mediamarkt zu so, wie nennt sich das? Halt diese Infopoint für Computer halt. Da musste man hin. Dann muss man sagen, was man haben will. Dann schauen sie erstmal nach, was sie so auf Lager haben. Und dann sagt man halt, ja, ich hätte das halt gern halt zu dieser Finanzierung und dann fragen sie dich schon mal. Hast du denn noch deinen Personalausweis dabei? Ja, aber weißt du, vorher, ich habe auf der Website halt nachgesehen, da standen überhaupt keine Informationen, gar nichts. Ja. Dann komme ich dorthin und die wollten wirklich einen Personalausweis, ein Mindestnettogehalt von 890 Euro. Man muss mindestens 6 Monate angestellt sein bei der jetzigen Firma. Eine österreichische Bank-Smartkarte haben. Noch irgendwas, keine Ahnung. Aber ich meine, Gott sei Dank habe ich meinen Ausweis immer mit. Ja, und ich hatte auch ganz. Ich hatte wirklich zufällig einen Lohnzettel dabei. Boah. Ich meine, sie haben jetzt den nicht verlangt, aber es hat halt voll geholfen bei dem ganzen Prozess. Dann habe ich auf jeden Fall dort mal 20 Minuten gewartet, bis ich drankomme. Und dann kriegt man mal einen Antrag. Mit dem muss man dann am Ende von dem Geschäft hingehen und warten. Da haben sie so aufgebaut wie so Beratungsecke von der Bank. Weil diese Finanzierung passiert dann halt über eine Bank. Und da muss ich auch mal eine Stunde warten, bis ich drankomme. In der Zwischenzeit habe ich mir schon gedacht, ist das das wirklich wert? Soll ich den Computer nicht einfach gleich direkt kaufen? Mein Plan wäre nämlich auch, dass ich das in 6 Monatsraten abzahle. 64 Euro. So, dann komme ich dorthin und sie sagt mir, na, das sind fix 36 Raten. Also 3 Jahre. Okay. Also die war so langsam bei dem Computer. Also der Computer selbst war halt auch langsam und irgendwas hat nicht funktioniert. Und es hat nochmal 20 Minuten gedauert, bis ich da fertig war. Und am Anfang war nicht mal klar, ob ich sofort vom System akzeptiert werde oder nicht. Wenn ich nicht akzeptiert worden wäre, hätte ich gleich ohne Computer rausgegangen. Nach oh, eineinhalb meine Tag. Fresse. Fast 2 Stunden. Aber Gott sei Dank hat mich das System sofort akzeptiert und ich habe den Laptop bekommen. Und jetzt werde ich halt dann. Also da haben die, war das dann so eine Liquiditätsprüfung, die da gemacht haben? Genau. Ah, okay. Ich habe noch nie in meinem Leben was auf Raten gekauft. Werde ich auch nie wieder machen, außer es ist irgendwie, weiß ich. Ein Auto. Ja, na, weiß nicht, aber halt viel höhere Beträge. Das ist ja lächerlich, dass ich jetzt 3 Jahre lang eben nur 12 Euro zahle. aber sie hat irgendwas wegen. Wenn ich möchte, kann ich zwischendurch halt die Bank direkt kontaktieren und dann den Restbetrag mittendrin ausziehen. Das werde ich, glaube ich, dann nach ein paar Monaten machen. Ja. Oh, jetzt hat er mir die Fluchtformel gegeben, mit der wir Dungeons verlassen können. Nicht schlecht. Es ist so wie diese Flügel, die wir da haben. Ah, er hat Wurzeln, sehr gut. Ah.
Was hat er noch im Angebot? Klopapier und Wasser. Nix und Brot dazu. Ja. So. Oh, mein Fernseher stellt sich gleich in Standby. Und das nicht gut. Telekinese wollte ich wegwerfen. Tolles Symbol. Essig. Ja, brauchen wir jetzt nicht. Ja, ich hab das Problem. Oh yeah, so, wir sind wieder im Geschäft. So, jetzt gehen wir mal zu der Pyramide, oder? Die sind mir aus der Pyramide entwischt. Von dem jetzt dank Smash Brothers Ultimate haben jetzt alle Leute von der Musik einen Ohrwurm. Ist das die von warte, wo spielst du diese Musik? Das ist Castlevania. Ah, okay. Simons Theme. Und da ja, Simon und Rick da jetzt in dem Spiel sind, ist natürlich auch, was ich natürlich großartig finde, sehr viel Castlevania-Musik in dem Spiel. Die haben eine wirklich gute Track-Auswahl getroffen, muss ich sagen, für Castlevania. Generell eigentlich. Was ist das für ein Typ, ey? Für Kürbiskopf? Keine Ahnung, ein Schlangenkopf. Ach so, ist so eine Schlange? Ah ja, von vorne sieht man es. Von der Seite schaut es aus wie ein Kürbis. Ach, hier muss man glaube ich hier den abstellen und dann kann man da jetzt reingehen, ne? Ja, irgendwie so war das. Aber hier geht's nicht weiter. So, es wäre doch jetzt für dich die Chance, die Musik von Illusion of Time aus der Pyramide zu summen. Von Angkor Wat, meinst du? Nee, von der Pyramide. Achso. Das weiß ich nämlich auch nicht mehr so. Ich hab's vor kurzem erst wieder gehört. Die konnte ich mir auch irgendwie nie merken. Vor allem, die kommt im. Das ist so spät im Spiel. Ja. Aber ich habe ja Gott sei Dank ein Handy. Fand ich auch nie so gut. Am liebsten mochte ich die eigentlich immer aus Angkor Wat und aus Mu. Ja. Angkor Wat ist großartig. So, schauen wir mal. Illusion of Time. Das heißt aber Illusion of Gaia, wo ich herkomme. Das glaube ich nicht, wenn du Deutsch bist. Ich weiß. Ich wollte jetzt auch nur einen weinerlichen Amerikaner nachmachen. Das klingt ganz anders und heißt auch anders, wo ich herkomme. So. The game is called Illusion of Gaia, you idiot. Oh ja, das. Mit den ganz typischen Trommeln. Ja, das haben wir, also wie alle Tracks in dem Spiel. So diese Sklaventrommeln. Ja. Ureus. Klingt wie Urin.
Das kämpfe ich schon gegen Mini-Sarkophage. Bastard-Zepter. Klingt wie Bastard-Zepter. Bastard-Zepter. Ich glaube hier, dass uns hier so Fallen, Bodenfallen, wenn man da drauf tritt. Oder ist es einfach nur, weil es eine Pyramide ist und da alles eine Falle ist? Da stützen dann die Schneiflatten hier. Also von der Decke. Ja. Muss man sie eben einmal in Shadow verwandeln. Genau. Damit du einmal durch den Boden kannst.